Präsident der Kommission wird. Und da hat Martin Schulz eins schon geschafft. İspanya Eyalet Başkanı Hannelore Kraft yaklaşan belediye seçimleri öncesi şehir şehir gezerek partisi Sosyal Demokrat Partililerin sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Aber er hat es geschafft. Er macht Wahlkampf in sechs verschiedenen Sprachen. Der tourt nicht nur hier letzten Freitag durch Dortmund und Bremen, sondern er Hagen şehrinde yaptığı konuşma sonrası postun sesine konuşan Kraft, mikrofonlarımıza seçim ve entegrasyon konusunda açıklamalarda bulundu. Bei den Wahlen am 25. Mai, was erwarten Sie denn für Ihre Partei SPD? Na, ich glaube, dass wir gut abschneiden werden. Es wird in den einzelnen Städten und Gemeinden sehr unterschiedlich sein. Die Wahlbeteiligung wird auch unterschiedlich sein. Manchmal wird der Bürgermeister mitgewählt, manchmal nicht. Und oft entscheiden lokale Themen darüber, wie es am Ende ausgeht. Aber hier in Hagen, glaube ich, wird es gut ausgehen. Hoffe ich mal. Meine zweite Frage an Sie ist, was sind denn Ihre zukünftigen Pläne für Nordrhein-Westfalen? Naja, wir haben unsere Politik ja unter eine wesentliche Überschrift gesetzt, die heißt kein Kind zurücklassen. Mhm. Hier kommen wir gut voran. Wir haben ein Pilotprojekt mit 18 Modellkommunen auf den Weg gebracht, wo wir dafür sorgen, dass die Eltern früher in den Blick genommen werden, dass man den Kindern bessere Startchancen gibt. Wir haben in Bildung investiert, in Kita-Plätze. Mhm. Und ich glaube, dass das der richtige Weg ist, weil die Zukunft als Wirtschaftsstandort, die hängt ja nicht mehr von unseren Bodenschätzen ab, sondern die hängt von den Köpfen unserer Kinder ab. Danke sehr. Meine dritte Frage an Sie. Was meinen Sie? Haben Sie denn Ihre Ziele im Thema Integration erreicht oder müssen Sie noch etwas dafür tun? Nein, wir haben uns ja noch einen großen Plan vorgenommen. Wir haben Integrationsgesetz gemacht in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, dass wir weiter sind als andere, sage ich auch mit Stolz. Wir machen auch Druck in Berlin. Wir hätten uns nach der Bundestagswahl mit einem anderen Ergebnis auch noch mehr vorstellen können. Aber im Rahmen dessen, was jetzt mit CDU und CSU möglich war, haben wir das auch gut auf den Weg gebracht mit der doppelten Staatsbürgerschaft. Und meine letzte Frage an Sie. Was meinen Sie darüber? Wie sieht es denn zurzeit aus? Wird es in Kraft getreten, die doppelte Staatsbürgerschaft? Naja, es wird zumindest für die Jüngeren gehen, die werden sich nicht mehr entscheiden müssen. Und das fand ich war auch fast unmenschlich. Mhm. Sich gegen die Staatsbürgerschaft der eigenen Oma zu entscheiden, hat irgendwie auch was Tragisches. Das war uns ganz, ganz wichtig. Aber nochmal, wir hätten uns noch mehr vorstellen können als SPD. Aber wir haben leider nicht so ein ganz gutes Ergebnis erzielt. Und mit CDU und CSU war da nicht mehr drin. Aber ich bin mit dem, was jetzt auf dem Tisch liegt, ganz gut zufrieden. Es ist unbürokratisch. Aber mir wäre auch wichtig, wir würden in der Perspektive noch eine Lösung finden für die, die schon länger hier sind und auch älter sind.